die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute wieder ein bisschen durch unseren Tag mit und zeige euch gleich zu Anfang was ganz, ganz cool ist, dass ihr nicht verpassen dürft. Und zwar hat Windeln.de diese Woche noch Black Week. Das heißt, schaut unbedingt vorbei. Ich werde euch unten in der Infobox den Link reinsetzen. Dort gibt es echt krasse Rabatte. Ihr könnt sparen, also bei echt vielen Produkten, egal ob es jetzt Babywindeln sind, ob es jetzt Spielsachen, Babyerstausstattung und so weiter. Also schaut unbedingt vorbei. Ich habe nämlich auch schon richtig gut zugeschlagen und habe die letzten Sachen, die ich so fürs Baby brauche, noch gekauft. Und zusätzlich schaut unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei, Miss Diana Diamanta heiße ich dort. Dort verlose ich nämlich zwei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. Das Gewinnspiel geht bis 27. November. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch Zeit, da mitzumachen. Deswegen schaut vorbei, nutzt die Chance und ja, ich werde euch auf jeden Fall aber jetzt gleich zeigen, was ich fürs Baby noch bestellt habe. Und das sind so irgendwie die letzten Sachen, dann bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe mir auch gedacht, dass ich euch eventuell so ein Baby-Erstausstattungsvideo drehe, wenn ihr Bock habt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr es sehen wollt. Vielleicht drehe ich auch so ein Baby-Klamotten-Haul, also extra separat, was ich nur für Klamotten alles habe. Und dann auch so, was ich empfehlen würde, was man braucht, was man nicht braucht. Also falls ihr so ein Video sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich hole mal schnell die Sachen, was ich fürs Baby bestellt habe. Das ist nämlich heute angekommen, deswegen kann ich es euch zeigen. So, fangen wir gleich an und ich zeige euch, was ich Schönes bestellt habe. Wie ihr sehen könnt, eine Babytrage von der Marke Marsupi. Ich habe sie in der Farbe Schwarz bestellt. Grey, Schwarz. Ich sehe es gar nicht mehr, ob es ist dunkelgrau. Aha, dunkelgrau. Aber ja, schaut aus wie Schwarz. Ja, ich habe eine Marsupi-Trage bestellt. Die Lisa war ein richtiges Tragekind und ich habe mir gedacht, ja, ich bestelle einfach, ich hole mir wieder eine Trage. Ich habe ja meine, die ich vorher gehabt habe, leider nicht mehr, die sind kaputt gegangen und deswegen habe ich sie dann entsorgt und deswegen habe ich mir jetzt eine neue geholt. Die Marsupi-Trage kommt tatsächlich mit so einem Beutel, finde ich cool, wenn man die dann halt wegpackt und die geht so klein zum Einpacken, das ist super. Dann habe ich hier eine Nestchenschlange für unseren kleinen Jungen bestellt. Ich bin gespannt, also ich habe sie eigentlich für unser Bett bestellt, weil, zeige ich euch gleich, wir haben ein Familienbett, ihr wisst ja, wir haben ein riesengroßes Bett. Und für unser Familienbett habe ich halt für unser Baby diese Bettschlange hier bestellt. Das ist eigentlich eine Nestchen-Bettschlange, also eine Nestchenschlange. Einfach der Unterschied zu einer Nestchenschlange und einer normalen Bettschlange war eigentlich nur, dass die Länge, die andere war glaube ich 2 Meter und die war jetzt 1,80. Ich habe mir gedacht, ach, mir reicht eigentlich 1,80. Ich zeige euch das dann, wie das ausschaut, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich das auch in unser Nestchen reingeben für unser Baby. So am Anfang, dass sie das so auf zwei Varianten nutzen kann. Zeige ich euch gleich, ich werde es gleich dann platzieren, wie ich mir das so vorgestellt habe und dann zeige ich es euch. Aber vorher zeige ich euch noch das letzte, das größere Paket, was da drinnen ist. Muss ich aufstehen. So, das war in dem ganz großen Paket, sieht man das? Das ist eine Babywippe und zwar die Cori von Maxi Cosi. So, schaut sie aus. Ich werde sie gleich auch mal aufstellen und sie euch dann so filmen. Auf jeden Fall, ich habe bei allen Kindern eine Babywippe gehabt und ich finde, es ist einfach das Beste, was man haben kann, so eine Babywippe. Kann man das Baby mal hin ablegen, dann zum Füttern oder auch grundsätzlich mal, wenn man duschen geht und ein Baby mitnehmen möchte, legt man es einfach, nimmt man es mit der Wippe mit in die, ins Badezimmer und dann kann man duschen, das Baby kann schön zugucken und so weiter. Also eine Babywippe, finde ich, braucht man wirklich immer. Und bei mir ist es so, ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey, du hast ja schon 4 Kinder, warum hast du denn deine Sachen nicht mehr? Ich bin so ein Mensch,
ich lagere nicht gerne Sachen und entweder verschenke ich sie an Freunde, die sie dann weiterverwenden können, oder ich verkaufe sie, also es kommt immer drauf an, deswegen ja, musste ich halt gewisse Sachen neu kaufen, weil sie einfach nicht mehr zu Hause hat. Ich denke mir, das ist so schade, wenn das irgendwo im, ja, im Keller oder so vergammelt, und deswegen schenke ich das dann immer her und musste jetzt was Neues her. Und ja, ich habe ja auch so alles immer in Rosa und bei Pink und Lila und was nicht gehabt, deswegen musste jetzt was Männliches her und ich finde sie so schön. Gibt es noch so einen Einsatz? Oh, super! Das ist wahrscheinlich so ein Baby. So ein Kuscheleinsatz. Und dann kann man den auch weggeben. Sehr toll. Ich zeige euch jetzt die Bettschlange. So würde das jetzt ausschauen. Ich habe es jetzt nur so provisorisch angelegt. Das ist einfach der Rausfallschutz von unserem Familienbett. Das Baby wird ja dann hier schlafen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass das gut ausschauen würde. Und das schaut super aus. Schaut ganz süß aus. Ich mag so ganz klobige Stillkissen nicht, die nehmen einfach viel zu viel Platz weg und deswegen fand ich es super, das ist ideal, die Größe ist einfach ideal und das kann man dann hier so anbinden, perfekt, richtig super. Gab es übrigens auch in Rosa für die Leute, die vielleicht eventuell für Mädels sowas holen wollen, gab es auch mit Grau, Weiß und Rosa. Ah, wie süß, schaut super aus, oder? Für dieses Nestchen, das habe ich auch bei windeln.de bestellt. Und da habe ich mir gedacht, für die Anfangszeit, wenn das Baby halt noch so klein und zart ist, dass ich das da reingeben kann. So toll sieht es aus, oder? Ja, das müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen zurechtsetzen, aber das würde dann, dass das Baby so ein bisschen mehr eingekuschelter ist, perfekt. Und die Babywippe schaut übrigens so aus, wenn man sie ganz hoch stellt. Also ich liebe sie. Sie ist sehr, sehr schön. Ich zeige es euch nochmal so. Also, da könnt ihr euer Baby dann reingeben. Anschnallen, natürlich ganz wichtig. Und ich fand sie so hochwertig. Auf jeden Fall von Maxicosi ist die. Und richtig, richtig toll. Man kann diese Bezüge auch abmachen und waschen. Wie ihr seht, ist das alles hier mit so einem Reißverschluss. Ganz toll. Finde ich super. Wie ihr seht, bin ich richtig aus der Busse. Das ist ganz herum. Werkeln jetzt. Ist nicht mehr so leicht. Wie auch immer, nutzt auch ihr unbedingt die Black Week, weil es gibt so krasse Rabatte. Das ist einfach wirklich krass. Auch wenn es jetzt nur Windeln ist oder so, was ihr braucht, schaut unbedingt vorbei. Oder auch viele Spielsachen. Ihr wisst, habe ich schon öfters gesagt, windeln.de hat jetzt nicht nur Babysachen, sondern auch wirklich Spielsachen. Auch für die Mamas, Pflegeprodukte, schwangere Mamas, schon normale Mamas, also schaut unbedingt vorbei, normale Mamas. Ja, also schaut unbedingt vorbei, es gibt wirklich für jeden was dabei, auch für größere Kinder, also für ältere Kinder. Schaut auf jeden Fall vorbei, ist auch perfekt jetzt noch vor Weihnachten. Könnt richtig krass sparen, also unten in der Infobox ist der Link zur Seite. Und schaut euch das an und viel Spaß beim Shoppen. So, meine Lieben, ich bin jetzt in der Küche. Ich habe das Schlafzimmer jetzt aufgeräumt, die ganzen Sachen weggepackt und verstaut. Hat jetzt gar keinen Sinn, die Sachen aufgebaut zu lassen. Außer den Rausfallschutz, also diese Bettschlange. Die habe ich schon hier befestigt. Ich sag's euch, ich habe jetzt gerade nochmal die Küche ein bisschen aufgeräumt, weil die Kinder haben vorher nämlich mit Acrylfarbe gemalt am Tisch. Und also nicht den Tisch, sondern ja am Tisch ein Blatt Papier, aber das endet meistens immer so in einer Katastrophe. Das habe ich jetzt schnell aufgeräumt, weil ich die Zeit nutzen wollte, wo sie einfach schön brav im Wohnzimmer spielen. Ich werde jetzt schnell kochen und danach möchte ich mit ihnen Salzteig machen und den auch bemalen. Mal schauen, was wir Schönes basteln können. Also ich versuche ja jetzt, wo die Kinder zu Hause sind, immer mir ein bisschen was einfallen zu lassen. Ich habe auch Perlen bestellt. So kleine Perlen für die Lara, für die Lisa habe ich große Perlen bestellt, dass sie einfach immer ein bisschen beschäftigt sind. Die Lara hat auch so ihre Vorschulbücher, wo sie immer ein paar Übungen macht. Ja, damit ihnen halt zu Hause nicht langweilig ist, weil ich sie halt jetzt im Lockdown nicht in den Kindergarten bringe. So, aber genug davon, wir werden schnell kochen. Ich werde heute ein Gnocchi-Auflauf machen, weil ich schalte mal nicht ein. Einen Gnocchi-Auflauf mit Hühnerfleisch und den werde ich jetzt gleich zubereiten. Ich muss schnell mein Rezept anschauen
und dann geht's los. Also ich werde euch gleich die Zutaten auch. So, ich habe jetzt alle Zutaten rausgeholt, die ich brauche. Ich werde es euch gleich zeigen. Also, Hähnchenbrustfilet, dann braucht man Kartoffelgnocchi, dann braucht man für das Rezept also ein Frischkäse mit Kräuter, dann Sahne. Da der Papa keine Sahne mag, habe ich hier diese Creme Vega einmal, 150 Gramm, aber ich brauche 300 Milliliter, deswegen habe ich nochmal hier diese Hafercuisine genommen. Das ist vegan, aber das ist kein veganes Gericht, ne? Weil da Fleisch drin ist. Aber der Papa mag halt keine Sahne, er verträgt sie nicht so gut, deswegen mache ich da immer diese veganen Sachen rein. Und Karotten, also Möhrchen und Frühlingszwiebel. Und mein Assistent ist auch schon hier. Hallo! Und hilft mir, oder? Hilfst du mir? Jawohl! Du schnibbelst. Ich muss immer diese Schnibbler reinmachen. Ja, du das, was dir nicht gefällt. Genau. Ich hasse Schnibbeln, der Papa mag Schnibbeln. Also bitte, ja. Ich entspanne mich beim Schnibbeln. Eben. Ich brauche meine Schürze. Die Sophie ist auch schon da. Sie hat gehört, Fleisch schnibbeln. Sie kann jetzt zerkauen. Schaut mal, wer da ist. Und dann ist ja noch jemand da. Seid ihr da? Gibt's Fleisch? Hast du Fleisch? Ja, du machst Panik, aber dann die Tanne. Die Schürze musst du dir selber machen. So, komm, wir müssen zacki zacki, weil ich muss noch Salzteig mit den Kindern machen. Zucki zucki. So. Ich werde mich jetzt, ich muss sowieso in einer Stunde, zwei Stunden Physiotherapie machen. Okay, na gut, dann schneidest du das Fleisch und du schneidest? Ich tue die Karotten vorbereiten und dann... Und die muss ich auch schneiden, oder? Auch schneiden, ja. Und die Frühlingszwiebeln. Ich mache das andere Zeug. Ich brauche mein Messer. Ohne mein Messer mache ich nichts. Mein Messer, bitteschön. Ein Messer. Ah ja, du kennst mein Messer. Und wie schneide ich das Fleisch? Würfel, Streifen, ja, also das Julien. Ist das größer, aber ich denke mal Würfel für die Kinder ist das besser. So wie gestern? Ja. So, meine Lieben, das Essen ist jetzt fertig und ich werde es jetzt gleich anrichten für alle. Das Essen ist fertig! Kommt ihr bitte essen? Die Familie hat es geschafft, oh mein Gott. Wisst ihr, wenn der Papa zum Essen ruft, dann ist das Essen noch am Herd und köcheln. Der Tisch war gedeckt und keiner ist gekommen. Deswegen war ich viel früher. Ja. Weil bevor ich, aber ich wenn ihr hier kommt, ist das Essen schon, keine Ahnung, steil ab. So, ihr Lieben, wir haben schon längst fertig gegessen. Papa ist auch schon längst weg bei seiner Physio. Und jetzt machen wir endlich Salzteig. Warte, Schatz, was suchst du denn da? Ich bin heikel. Warte. Salzteig, die sind jetzt im Ofen zum Aushärten. Also man soll sie ja nicht gleich sofort backen, sondern bei 50 Grad Celsius ja nur mal antrocknen. Das mache ich jetzt. Ich tue sie zwischenzeitlich jetzt immer wieder ein bisschen umdrehen. Die zwei Kleinen sind jetzt in der Wanne und mittlerweile ist auch der sportliche Papa. Jawohl, ich habe 20 Kilo abgenommen. Von der Physio nach Hause gekommen. Aber warum musst du das anhaben? Hat jeder so einen Sportanzug an? Ja, manche haben so wie Pyjama-Klamotten. Pyjama-Klamotten? Ja, so Jogginghose, aber nur
keine Ahnung, so zu gemütlich irgendwie. Also Jogging, also so schlafen, was wir zu Hause in so einem Chill ansehen würden. Okay. Ich benutze das als Sportklamotten. Schaut mega scheiße aus. Wahrscheinlich sind Leute, die noch nie Sport gemacht haben. Ich glaube, ich bin der Jüngste. Also? Ja, lauter. Wow, mein Kreuzdicker. Naja. Ich auch. Du auch, also sei leise. So, der Papa hat sich jetzt bereit erklärt, hier den Haushalt zu schubsen. Genau, verlasst euch auf mich. Ja. Super Papa, der Super Dad. Der Papa ist nämlich, der kann den Geschwür so gut einräumen, wisst ihr? Deswegen muss ich immer machen. Ja. Weil wenn ich ihn einräume, dann meckert er mich immer an, dass ich ihn nicht richtig einräume. Ja, das ist ein bisschen logistisch. Ja, eben, deswegen. Und ich muss sowieso kurz zum Computer, deswegen... Na, hast du schon einen Ausweg gefunden. Ja. Muss man kurz am Computer was machen. Und ja, dann Mädels baden. Schaut euch mal eine kleine saubere Mausi an. Oh, bist du sauber? Ich hab gebadet. Jetzt kommt gleich die Lara. Die Lara muss nämlich auch... also bei so vielen Mädels könnt ihr euch vorstellen, wie viel Haarebürsten heute drin ist. Lara? Immer nach dem Haare waschen machen wir so eine Haarmaske, es war überall rein. Wie drauf soll die Kartoffel nicht? Ich mache nicht. Ich sehe, wie drauf soll die Kartoffel nicht? Eine Maske, ja. Was? Ich bin ein Poster. Ist der mehr? Ja. Aber ich kann ja ein Tisch in den. Ist egal, Lisa, wenn es dich anpasst, schau, es ist voll, dass du den Pullover reinkriegst. Ja, pass auf. Wow, so schön machst du das. Ist der Lara mal denn? Ja, die Lara malt auch und die Michelle macht auch. Nicht am T-Shirt auswischen. Oh Gott. Geht das überhaupt noch aus den Klamotten raus, nee, gell? Okay. Ja. Bei mir, Mama. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Was? Es sind wichtig ständig im T-Shirt innen. Jetzt malt sie alles rot, dann. Ja. Lara malt auch. Ach, da haben wir einen Stern Geld gemacht. Sehr schön. Und die Michelle malt auch. Soll ich den Stern geben, ja? Auf dem Teller, ja. Und den Rotz. Ist auch nicht. Ich muss waschen, Mama. Ich muss waschen. Ja, ja, nimm mal. Das ist ein Stiefel. Das ist ein Jägerstiefel. Jägerstiefel. Mama, das ist was denn? Ich lass den, den Sternschnuppe aber. Der Party macht hinten hinter der Kamera wie eine Taube. Und dann wieder die Kamera. Ah, das kommt ins Video? Denkst du vielleicht Musik in den Nö. Kannst du diese Stelle lassen mit. Also, dein Gesicht auf Filme, wenn du so machst. Nein. Bitte. Schau jetzt. Das ist ein Patricks Gesicht. Wenn ich die Kamera auf ihn halte. Ist so. Immer. Ich bin auch Lara, du musst deinen Kakao auch trinken, gell? Ich bin ja fertig. Ja. So, meine Lieben, ich sehe gerade, der Akku ist schon leer. Ich habe heute ganz viel gefilmt und ja, die Mädels malen hier noch schön fertig. Wir haben jetzt eigentlich auch schon Abend gegessen. Also während der Salzteig hier war, haben wir schnell gegessen. Der Papa ist jetzt in der Dusche. Patrick ist unten. Fertig. Du bist fertig, willst mehr? Ja, ich bin natürlich. Und ja, wie ihr seht, ist hier schön spaßig. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lass ich!